Ja, was? Tauchen und Tod 2024. Wir sind im Paradies angekommen. Und wenn man im Paradies ankommt, vergisst man manchmal die Aufnahmetaste zu drücken. Deswegen fangen wir hier an dieser Stelle nochmal an. Stell dich doch gerne vor und wo sind wir? Hi, wir sind hier auf Kandolu auf den Malediven im Nord-Ariatoll. Herzlich willkommen. Ich bin Nils, einer der Tauchcenter-Manager hier. Nils, Kandolu. Du hast das Atoll schon gesagt, gell? Ja. Wie weit sind wir da denn von Male International Airport entfernt? Ungefähr eine halbe Stunde mit dem Wasserflugzeug. Gut. Wir landen dann wo? Wir landen entweder dort in Safari Island oder dort in Halaweli und haben dann jeweils nochmal 10 Minuten mit dem Speedboot. Das klingt interessant. Können wir schon mal den ersten Eindruck bekommen. Erzähl uns doch was, ein bisschen was Geografisches zur Insel, vielleicht die Größe und was es hier so gibt außer Palmen. Außer Palmen gibt es tatsächlich nicht ganz so viel. Wir sind eine sehr gemütliche, kleine Insel. Insgesamt haben wir 30 Zimmer, 30 Doppelzimmer hier auf der Insel. Variieren zwischen Beach-Bungalows und Überwasser-Bungalows. Und insgesamt braucht man so 6 bis 8 Minuten, um einmal außen rum zu laufen. Das ist ja klasse. Ich glaube, an der Stelle wird unser Video länger als eine Inselumrundung werden. Ja. Wir stehen jetzt nicht ohne Grund am Steg, weil auf eurer Insel kann man natürlich eins ganz besonders gut tun. Und das wäre, ich nehme es mal voraus, tauchen. Genau. Hier ist es relativ leer, kein Tauchboot zu sehen. Was ist passiert? Unser Tauchboot ist gerade unterwegs mit den Tauchern, die im Moment hier sind. Und zwar sind die dort, hinter dieser Insel. Wir sehen sie nicht, aber sie sind hinter dieser Insel. An einem der bekanntesten Tauchplätze hier im Nord-Ariatoll, und zwar ist das Fishhead. Was kann man denn an dem bekanntesten Tauchplatz im Ariatoll sehen? Der ist hauptsächlich bekannt für große Schulen von Makrelen, Thunfischen. Und das lockt natürlich die größeren Räuber an. Die graue Riffhaie, Weißspitzenriffhaie, die großen Blauflossenmakrelen kommen gerne vorbei. Ja, und immer mal wieder ein Adlerrochen. So, bei so viel Faszination, Schwierigkeitsgrad von dem Tauchplatz? Oh, Medium. Medium. Je nachdem, wie stark die Strömung an dem Tag ist, aber nicht allzu schwer. Jetzt haben wir vorher schon ein Gespräch gehabt und du hast mir noch einiges mehr verraten über die Tauchplätze hier ringsherum. Mhm. Und hast mir auch gesagt, ihr habt für jeden was. Ja. Das müssen wir die nächsten Tage noch rausfinden, ob das wirklich so ist. Ja. Aber du kannst gerne mal Werbung jetzt an dieser Stelle machen. Für jeden was. Was habt ihr denn alles? Also wir haben Tauchplätze, die tatsächlich mit starker Strömung aufwarten können. Dementsprechend natürlich, was den Großfisch anlockt. Wenn die Saison da ist, haben wir relativ gute Wahrscheinlichkeiten, Mantarochen hier zu sehen. Mhm. Wir haben an fast allen Tauchplätzen immer gute Chancen, verschiedene Arten von Riffhaien anzutreffen. Aber wir haben auch Tauchplätze, die etwas flacher sind, die wunderbar geeignet sind, um Fotos zu machen von vielen bunten Korallen, für neue Taucher, die sich dem Tauchgebiet etwas langsamer nähern wollen und nicht direkt mit dem Riffhaken unterwegs sein wollen. Lass mich gleich eingrätschen, Tauchausbildung. Wenn ich noch ein unbefleckter Schnorchler bin, kann ich zum Taucher werden bei euch? Absolut. Wir bilden aus von allen Leveln, vom Open Water Diver bis hin zum Dive Master, kann man jeden Tauchkurs bei uns machen. So, jetzt hast du natürlich mit der Werbung für die Tauchplätze schon ein bisschen vorgegriffen, aber ihr habt ja noch was anderes. Und zwar nennt man das, glaube ich, Hausriff. Wie sieht es denn da aus? Also wir haben ein sehr schönes Hausriff hier tatsächlich, was wir immer wieder hören. Denk dran. Wir schauen uns das an. Wir schauen uns das an, ja. Was wir immer wieder hören von vielen Maledivenurlaubern, die schon einige Inseln gesehen haben, bekommen wir immer wieder zu hören, dass wir eines der schönsten Hausriffe hier haben. Unser Hausriff fängt im Grunde genommen hier an, bei dem einen unserer Stege. Und dann gehen wir dort ins Wasser und gehen dann linke Schulter um die Insel rum und kommen dann am anderen Steg wieder an. So, den wir natürlich jetzt hier nicht sehen. Den wir jetzt natürlich nicht sehen, der ist auf der anderen Seite der Insel. So dass wir sowohl zum Einstieg als auch zum Ausstieg sehr bequeme Möglichkeiten mit Stegen hier haben. Das klingt gut. Wie ist es mit der Strömung im Hausriff? Einigermaßen abhängig von der Tide tatsächlich. Wie immer. Aber deutlich weniger Strömung als an den außenliegenden Riffen. Tauchgang
mit und ohne Strömung dauert dann ungefähr, bis die Flasche leer ist? Ja, ist klar. Welche Strecke wäre es ungefähr? Normalerweise sind wir irgendwas zwischen 45 und 65 Minuten unterwegs. Okay. Ja. Gut. Wenn ich meine Begleitung dabei habe, die noch nicht taucht und mich gerne beim Tauchen am Hausruf beobachten möchte, schnorcheln bei euch möglich? Ja, schnorcheln bei uns möglich, jederzeit. Und man kann auch genau die gleiche Strecke schnorcheln, die wir beim Hausruf tauchen und die Taucher dabei wunderbar beobachten. So, jetzt haben wir genug über das Wasser geredet. Lass uns mal zu der Hauptberg kommen. Zeig mir doch mal den Weg zur Tauchbasis. Ja. Erzähl mir ein bisschen was zur Tauchbasis vielleicht noch, was dir noch so einfällt. Tauchbasis gibt es auf der Insel. Seit wann gibt es denn die Insel als Ressort überhaupt? Du kannst jetzt sagen, das weißt du nicht. Macht nichts, weil ich habe sowieso noch später ein Gespräch. Weiß ich nicht. Gut. Sehr gut. Ehrlich geantwortet. Du hättest mir jetzt sonst was erzählen können. Nee, weiß ich nicht. Die Tauchbasis ist wahrscheinlich schon seitdem das Ressort da ist angeschlossen? Ja. Genau, die Tauchbasis ist eigentlich schon immer hier, seit das Ressort hier ist. Das ist eine von zwei Tauchbasen, die die Firma Pure Aquatic in den Malediven betreibt. Die zweite Tauchbasis ist auf Kuramati. Die ist deutlich größer als wir, weil auch die Insel Kuramati deutlich größer ist. Aber ja. Dann lass uns doch mal in die kleinere der beiden Tauchbasen schauen. Ja. Wie viele Taucher sind ungefähr so? Was ist eure Maximalkapazität? Fangen wir mal so an. Unsere Maximalkapazität ist ungefähr 8 bis 12 Taucher pro Tauchgang. Okay. Das heißt, wir sind zwei Tauchlehrer hier auf der Insel und um natürlich die Qualität hochzuhalten, wollen wir keine riesigen Gruppen machen mit 10 Tauchern und einem Guide. Aber wenn wir erfahrene Taucher haben, die einigermaßen selbstständig tauchen können, können wir mit Gruppengrößen bis zu 6 Tauchern agieren. Stichwort erfahrene Taucher, Hausrifftauchen selbstständig möglich? Ab einem gewissen Ausbildungslevel ja und natürlich nur, nachdem der erste Tauchgang mit uns passiert ist. Genau, gegenseitiges Abchecken. Genau. Ob die Jungs und Mädels das toll hier finden, bei euch im Hausruf zu tauchen und genau. Ob ihr die toll findet. Genau, dass wir auch einfach Hinweise geben können zur Orientierung, ab hier flacher werden, da ist der Ausstieg, wie findet man das Unterwasser. Gut, ja. So, jetzt müssen wir mal ein paar Schritte schneller zulegen, weil wir gehen fast die Fragen aus. Tauchbasis, Leih-Equipment, ja. Also wenn es jemand wie ich ist, der sowieso schon mit Gepäck überbordet ist, ja. Kriege ich bei euch. Genau, Leih-Equipment. Kriegt jeder bei uns, der was braucht. Wir arbeiten mit Scuba Pro Leih Equipment, haben also qualitativ hochwertiges Equipment, was regelmäßig gewartet wird. Ja, dann lass uns mal gucken. Das Richtige dabei. So, pass auf, wir spielen jetzt mal ein kleines Rollenspiel. Nicht das, was du denkst. Ich bin jetzt Gast und komme rein, beziehungsweise du bist der Gast und erklär doch einfach mal, Tauchbasenrundgang, macht er wahrscheinlich eine Baseneinweisung? Macht er nicht? Sehr gut. Machen wir nicht. Aber lass es uns beide vielleicht jetzt noch machen. Dann? Ja, können wir machen. Hallo Nils. Hallo Alex. Ich würde gern tauchen bei euch und habe nichts dabei. Wunderbar. Komm rein. Ich zeig dir alles. So machen wir das. Eure Tauchbasis ist geöffnet von wann bis wann? Unsere Tauchbasis ist geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Gut. Jeden Tag. Man muss dazu sagen, 18 Uhr ist es dann auch schon dunkel. Ja, so langsam. Gut. Ja. So. Für alle, die es nicht merken können, kann man ja nicht bei Telefon und Video, es ist schön kühl bei euch. Ja, hier ist es angenehm, wir haben Ventilatoren überall. Das ist unsere Tauchbasis, wir teilen uns das mit dem Wassersportzentrum hier, das Gebäude. Das heißt, hier kommen alle hin, die irgendwas im Wasser machen wollen. Für euch perfekt, oder? Für uns perfekt, ja. Was könnte ich denn noch neben dem Tauchen machen? Alle Arten von Schnorchelausflügen, sowohl hier am Hausriff mit einem Guide für unerfahrene Schnorchler. Ansonsten bekommt man hier auch Schnorchelausrüstung, wenn man selber schnorcheln will. Mhm. Verschiedene Schnorchelausflüge mit dem Boot, zum Beispiel zu flachen Lagunen, um Mantas zu sehen. Es gibt einen Walhai-Schnorchelausflug. Jetzt Stichwort langsam. Du kannst es, bügelst du einfach so drüber weg. Walhai-Schnorchelausflug. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich den Walhai auch zu Gesicht bekommt? Weniger groß als bei dem Manta-Ausflug. Okay, gut. Und das Risiko, Mantas zu sehen, ist riesig. Die Wahrscheinlichkeit, Mantas zu sehen, ist natürlich relativ hoch. Ja. Gut. Ja. Dann lass uns mal weiterschauen. Also ich bin dann hier, komme hier an. Genau. Wir haben hier einen kleinen Sitzbereich, wo wir den Papierkram und so weiter erledigen. Und wenn wir dann durchgehen,
haben wir hier hinten unsere Ausrüstung. Wie du schon selbst gesagt hast, ihr müsst euch ja nicht hier mit hunderten Ausrüstungen vollpacken, weil die Anzahl der Taucher ist überschaubar. Und das muss man dazu sagen, ist ja auch ein großer Vorteil. Ja. Überschaubare Taucheranzahl macht das Ganze gemütlicher und individueller. Genau. Meine Werbung für euch. Ja, so ist es tatsächlich. Gut, ich habe dir vorhin schon eine Frage gestellt, weil das möchte ich natürlich immer sehen. Du musst uns leider jetzt den Kompressor mal zeigen. Das ist so ein... Ich guck mal, ob ich aufgeräumt habe. So ein üblicher Gang. Ja. So, ihr bietet an, nochmal Luft und... Nitrox 32%. Gut. Nicht drüber und nicht drunter. Nein, weil wir haben einen Membrankompressor und der ist so eingestellt, wie er eingestellt ist. Und da versuchen wir auch das zu lassen. Ja, ist ja auch das optimale Mix unterm Strich, wenn man das so will. Was habt ihr für Flaschengrößen? Wir haben 10 Liter, 12 Liter und 15 Liter. Alles Alu oder auch Stahl dabei? 15 Liter sind Stahlflaschen. Natürlich, gut. Alles klar. Ja. Das ist der Spülbereich? Genau, das hier ist der Waschbereich. Hier sind unsere Becken, wo wir die Ausrüstung waschen nach dem Tauchen. Wo ihr die Ausrüstung wascht? Ja. Ach, wir sind auf den Malediven, einer All-Inclusive. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Genau, wir sind in einem 5-Sterne-Resort. Die einzigen, die hier die Ausrüstung selber waschen müssen, sind die Open-Water-Schüler. Sehr gut. Die müssen ja wissen, wie es geht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich höre es schon ein bisschen rauschen. Ja, das ist aber nicht der Kompressor, alles. Das ist die Klimaanlage vom Doktor. Ach so. Einen Doktor habt ihr auch auf der Insel? Aber natürlich haben wir einen Doktor. Ja, ist ja alles da. So, hier ist unser Kompressor. Die Firma Bauer wird sich freuen. Auch hier auf der Insel ist sie vertreten. Genau. Genau. Das ist unser Kompressor, mit dem wir unsere Tanks füllen. Wird regelmäßig gewartet. Da kommt jemand von Male, der nichts anderes macht den ganzen Tag als Kompressoren warten. Auch ein Traumjob. Und der war zuletzt im August hier. Also alles frisch. Alles Wobei frisch wir an der Stelle gewartet. Sagen müssen, wir haben tatsächlich den 26.10., gell? Ja. Genau. Also alles frisch. Ja. Da hinten mit der NRC gelabelt ist bestimmt Nitrox drin. Genau, das ist unser Nitrox-Kompressor. Alles klar. Gut. Also hier kommt die Luft her, beziehungsweise von draußen, dann da rein und dann in die Flaschen. Genau. Gut, dann den Gang hast du erfolgreich absolviert, sozusagen. Was gäbe es denn noch zu sagen, was euch wichtig wäre oder was dir wichtig wäre, was Gäste wissen sollten, wenn sie zu euch kommen? Also was uns wichtig ist, um einfach... irgendwelchen Diskussionen vorzubeugen, ist natürlich immer das Thema fit zum Tauchen. Mhm. Gilt bei uns hier die Regel, ab 65 nehmen wir einmal unseren Inselarzt mit dazu, Blutdruck checken, gucken, dass alles okay Jetzt ist. Jetzt wissen wir auch, warum der Inselarzt da ist. Ja. Sehr geschickt. Und ab 75 Jahren wollen wir einen Attest von einem Taucharzt aus dem Heimatland sehen. Okay. Aber ja, alle Taucher, die vorher anfragen bei uns, denen schicken wir das alles zu. Mhm. Man kann das alles bei uns auf der Homepage sehen, FAQs, was muss ich wissen vorm Tauchen. Lass uns kurz noch auf die Homepage eingehen, bevor ich es ganz vergesse. Wie ist die Homepage? Wie heißt denn die Homepage? www.candolo.com. Perfekt. Gut, dann lass uns mal, ich habe drin noch was Interessantes gesehen. Ja. Eine Karte. Lass uns noch mal reinschauen. Das sind nämlich tatsächlich, sind es die naheliegenden Atolle, beziehungsweise ist es euer Atoll. Erklär doch die kurz. Große Karte. Genau. Ja. So, machen wir es gleich. Deine Top 5 Tauchplätze, die du Gästen empfiehlst, gleich die ein bisschen Erfahrung haben Okay. und eigentlich von allen mal was sehen wollen. Ja, also, was wir hier sehen, ist der nördliche Teil vom Ari-Atoll. Ja, das ganze Atoll sieht quasi Norden wie Süden einigermaßen ähnlich aus, hier an dieser roten Linie gespiegelt. Mhm. Und wir tauchen im Nord-Ari-Atoll, weil wir im Nord-Ari-Atoll sind. Ziemlich genau in der Mitte sogar. Ja, das schön, ist also schönes unsere, Inselbild von oben. Unsere kleine Insel Candolo. Und die Top-Tauchplätze für mich sind zum einen in der Saison unser Mufushi Manta Point. Den fahrt ihr in der Saison dann tatsächlich auch regelmäßig. Was ist das für eine Tour?
Wie lange dauert die? Ungefähr anderthalb Stunden. Okay. Das ist der Tauchplatz, der von uns am weitesten entfernt ist. Okay. Dann, was auch sehr schön ist, ist, wo ist er hier? Jimendo-Tila. Mhm. Tatsächlich, ich würde sagen, mein Lieblingstauchplatz hier. Weil eigentlich immer Strömung und dementsprechend immer viel Leben. Sowohl kleines Leben, wir haben einen sehr, sehr schönen Korallenbewuchs dort. Das ist einer der Tauchplätze, wo wir hauptsächlich Weichkorallen haben, was viel kleinen Fisch anlockt, was größeren Fisch anlockt, was ganz großen Fisch anlockt. Also da ist einfach immer was los. Mhm. Jetzt sagst du strömungsreich. Sollte ich einen Riffhaken vielleicht vorher schon mal in der Hand gehabt haben? Oder also wenn jetzt Taucher zu uns kommen, die sagen, Strömung habe ich noch nie gehabt. Ich habe meine ersten 50 Tauchgänge in Hemmoor gemacht und war noch nie im Meer. Mhm. Kann ja immer mal vorkommen. Da würden wir natürlich nicht den ersten Tauchgang hier machen. Ja. Da würden wir weniger strömungsreiche Tauchplätze nehmen und dann natürlich auch mit Riffhaken schon mal üben. Und natürlich sind wir als Tauchlehrer immer da, um zu helfen. Gut. Also eine Science-Betreuung ist auch schon möglich. Ist wenn man möglich. Spezielle Kandidaten hat. Ja. Okay, gut. Ja. Jetzt haben wir die Top 2 Tauchplätze. Jetzt hast du noch drei offen. Du darfst dich entscheiden. Entscheiden Sie sich zwischen 1, 2 und 3. Oder nehmen Sie alle drei? Dann nehmen wir auf jeden Fall dazu Fishhead. Ist von euch dann natürlich wahrscheinlich relativ nah, ist einer der nächstgelegenen Tauchplätze hier, ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Hast du vorhin schon mal angepriesen? Ja. Kannst du es vielleicht, weil ich habe es vergessen, nochmal kurz, was das Highlight bei Fishhead ist? Fishhead ist eine der Gegenden hier im Nordareatoll, die ein geschütztes Gebiet sind. Das heißt, dort darf nicht gefischt werden. Sehr gut. Und dementsprechend ist sehr viel Leben da. Gerade an Schwarmfisch ist viel Leben da, was natürlich die größeren Räuber anzieht. Also wir haben dort immer einigermaßen viele graue Riffhaie, die auch gegenüber Tauchern sehr unschüchtern sind. Also die kommen durchaus auch ein bisschen näher. Sehr schön. Ja. Das werden wir versuchen zu unterlegen, deine Lobpreisung jetzt mit ein bisschen Filmmaterial. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. Ja. Gut, Fishhead, zwei darfst du noch. Dann würde ich... Warte, ich gebe dir einen ganz kurzen Tipp. Du musst Hausriff sagen. würdest du ernsthaft sagen, wenn jetzt jemand sagt, Top-Tauchplatz, zeig mir, oder wie schätzt du das Hausriff ein? Auch das hast du schon gesagt. Viele sagen, es ist eines der besten. Ja, also die Sache bei Hausriffen... oder auch bei unserem Hausriff genauso, ist halt immer, sie sind einigermaßen stark von Seegang betroffen. Mhm. Ja? Und an den Außenriffen haben wir das nicht, die fangen 10 Meter unter Wasser erst an. Ja. Da habe ich mehr gut erhaltenes Leben. Ja. Ich muss auch hier wieder einkrätschen, gut erhaltenes Leben. Was macht Coral Bleaching in diesem Jahr? Gut? Schwierig. Sehr, alles klar. Dieses Jahr tatsächlich sehr stark. Was ich festgestellt habe, die letzten Male, die ich hier war, ist tatsächlich, das Coral Bleaching ist zwar wirklich ein Problem, aber es gibt trotz alledem einen immensen Fischreichtum. Kann man das noch unterstreichen? Oder ist da selbst auch tendenziell schon... Nee, das kann man durchaus noch so sagen. Ja? Ja. Gut. Also Hausriff, wir erwarten nicht das Rote Meer. Nein. Gut, aber wir erwarten tatsächlich, weil du es auch gesagt hast, eines der besseren oder besten Hausriffe im Atoll, laut Gästen. Genau. Gut. Genau. So, einen hast du noch. Einen habe ich noch, ja. Dann nehme ich mein persönliches Highlight der letzten zwei Wochen. Und zwar ist das Nummer 9. Wo ist er? Wo versteckt er sich? Hier. Das ist Bodutila. Was kann der? Bodutila gehört eigentlich zu einer Gruppe von Tilas. Also Tila ist das maledivische Wort für... Unterwasserriff, quasi. Bodutila ist also eigentlich eine Gruppe aus drei Tilas und Bodo ist der größte davon und auch der schönste. Ist in Bezug auf? In Bezug auf Koralle und was los ist. Okay. Wir sind an der Außenseite vom Atoll hier.
haben also auch da Chancen, dass mal was Größeres vorbeischwimmt. Und an dem Tiler haben wir sehr viele Überhänge mit großen Gorgonien drin. Ja. Ja, ist einfach ein sehr schöner Tauchplatz. Weil wir das auch bildlich untermalen müssen, müssen wir wahrscheinlich da mal vorbeischauen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. Gut, Nils. Jetzt haben wir Top 5, also jetzt haben wir schon mal 5 Tauchplätze, die wir beide, oder wir drei, oder wir 5, 7, ja, wie auch immer, betauchen werden. Dann war es das erstmal mit dem Tauchbasenrundgang, den, ja, Tauchplatz anpreisen. Und lass uns doch einfach dahin gehen und aufhören, wo wir angefangen haben. Weil draußen, ja, ist so schön. Ja. Wetter. Saison. Für Taucher. Erzähl mal. Ist es weltweit, wie weltweit so, dass man nichts mehr Genaues mehr sagen kann? Oder gibt es tatsächlich immer noch so Zeiten, wo man sagt, jetzt ist die bessere Zeit, jetzt ist vielleicht suboptimal? Also was man sagen kann, ist, dass die beste Zeit für Großfisch die europäischen Wintermonate sind. Okay. Das ist das, wenn der Wintermonsun hier ist, wenn die Strömungen nach Osten dreht. Das bringt viel frisches Leben ins Atoll. Dann ist die Zeit, wenn wir meistens Mantas sehen können. Ich greife mal ein und frage nach mit, ja, meinem Halbwissen. Die Sicht ist dann natürlich auch ein bisschen schlechter. Nicht zwingend tatsächlich. Wenn die Strömung stark genug ist, ist die Sicht auch nicht mehr so schlecht. Und außerdem, so 20, 30 Meter Sicht braucht man ja auch gar nicht, weil man sieht ja Mantas und die, ja, Walhai-Kollegen. Genau. Ja, also wir haben saisonal, hast du jetzt gesagt, im Winter. Wenn es mich aber tatsächlich im Sommer reißt und ich die Sommerferien mhm, nutzen möchte, was ist dann hier eher tendenziell angesagt? Was wir haben ist, also was wir eigentlich das ganze Jahr haben, sind Riffhaie, bunte Rifffische, Korallen, die ganzen typischen tropischen Meeresbewohner, die haben wir das ganze Jahr über hier. Saisonal sind es tatsächlich eher die Manta-Rochen, die wir, okay, saisonal hier haben. Aber ja, in den europäischen Sommermonaten haben wir mehr Regen und Sturm hier. Okay. Muss man schon sagen, dass es da durchaus mal Tage geben kann, wo wir dann morgens kurzfristig 5 Minuten vorher sagen müssen, sorry, heute können wir nicht rausfahren. Das ist keine Chance. Die typische Monsunzeit, denke ich, genau, mal. Ja. Dann lass uns mal, also heute ist keine, also wie man jetzt unschwer erkennen kann, jetzt ist gerade keine Monsunzeit. Beziehungsweise, ich habe mir vorhin sagen lassen, einen kurzen Regenschauer gab es gestern, aber nur kurz. Ja, also wenn wir jetzt im Moment noch ein bisschen Regen haben, dann manchmal in den Abendstunden eine halbe Stunde oder, okay, in den frühen Morgenstunden. Gut. Ja, das macht das Paradies aber trotzdem nicht kaputt. Nein. Jetzt sehen wir da draußen die Ringe. Ja. Erzähl mal, Schnorchel, vielleicht. Sag mal, hat das was mit Schnorcheln zu tun? Ja, die Ringe haben was mit Schnorcheln zu tun. Die Ringe gibt es rundherum um die Insel. Das heißt, für den begeisterten Schnorchler, man kann ganz außen rum schnorcheln. Dauert in etwa 1,5 Stunden. Oha. Und weil 1,5 Stunden ja nicht ganz kurz sind, für den, der zwischendurch mal eine Pause machen will, der kann sich dann einfach an so einem Ring festhalten. Praktisch, und sehr praktisch. Was wir natürlich auch haben, unsere Mitarbeiter vom Wassersportzentrum, die patrouillieren hier am Strand mehr oder weniger regelmäßig und gucken, dass keiner verloren geht beim Schnorcheln. Perfekt. Also Baywatch und Rettungsringe, da kann nichts, ja, passieren. Genau. Wo kommt denn die Strömung meistens her, wenn wir jetzt hier tatsächlich, also ich stelle mir vor, ich steige vorne am Steg ins Wasser, ja, und würde mich wahrscheinlich intuitiv erstmal nach links bewegen. Genau. Ist dann die Strömung gegen mich oder wäre sie? Nee, also wir haben meistens Westströmung hier. Mhm. Das heißt, wenn man dort ins Wasser geht, geht die Strömung nach links. Hattest du vorhin, glaube ich, auch schon gesagt. Ja. Entschuldigung. Und dann kann es aber durchaus mal passieren, weil die Insel ist halt nun mal rund. Das heißt, irgendwann kommen wir in den Bereich der Gegenströmung. Mhm. Normalerweise ist sie hier nicht so stark. Okay. Also man kann durchaus dagegen anschwimmen, auch beim Schnorcheln. Gut. Ja. Das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren und dir dann, ja, berichten. Oder halt nicht, wenn es doch zu stark war. Gut, Nils, jetzt haben wir natürlich deine bessere Hälfte aus dem Interview ganz rausgelassen. Aber, ja, die kann vielleicht, wenn wir zusammen beim Tauchen unterwegs sind, noch das eine oder andere, ja, Schlaue dazugeben. Ja, dann lass uns doch gemeinsam mal Richtung Palme gucken. Ja, es ist
so eine typische Malediveninsel, ne? Ja, einfach, genau. Einfach nur paradiesisch. Ja. Inselcrawler? Nein. Nein. Man muss dazu sagen, seit wann bist du da? Seit Mai. Also gut. Jetzt ein gutes halbes Jahr. Ja, es ist doch schwierig, hier irgendwie wegzuwollen. Und so weit bis zur nächsten Insel, man sieht es jetzt hier nicht wirklich, aber ist es ja auch gar nicht. Und zur Not kannst du immer noch das Wasserflugzeug entern. Genau. Oder du gehst einfach tauchen und guckst dir die Schönheiten der Tauchplätze an. So, jetzt habe ich genug Monolog gehalten. Nils, ich danke dir. Sehr gerne. Wir verbringen die nächsten Tauchgänge und Tauchtage noch miteinander. Ja. Und dann werden wir mal testen und gucken, ob wirklich so alles dabei ist, was du hier versprochen hast. Ja. Ich danke dir. Sehr gerne.